Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für Rundfunk Mittelelbe Nachspielzeit. Hier sind wir nun schon mit der vierten Folge unserer Sendung zum Amateurfußball in Sachsen-Anhalt und sehen hier auch gleich erstmal die erste Chance der Piesteritzer im Spiel gegen den SV Dessau 05. Schöne Parade hier von Martin Brettschneider, dem Dessauer Keeper, der also mit einer Glanzparade diese Verbandsliga-Partie aus dem Land Sachsen-Anhalt eröffnet. Piesteritz gegen Dessau, das ist auch immer ein Spiel mit Derby-Charakter gewesen und dementsprechend scharfes Pressing wird hier natürlich auch gespielt. Sogar so scharf, dass der Piesteritzer Torwart Marvin Kleinschmidt hier arg in Bedrängnis gerät durch den Rückpass seines eigenen Mannes. Hier reagiert er jetzt aber schnell nach der Ecke und leitet einen Konter seiner Mannschaft ein. So sind die Dessauer hinten wieder gefordert, aber auch sie können den Ball klären. Keine Gefahr mehr für ihren Kasten. Ja, diese Partie haben wir uns ausgesucht, weil sie auch mit unserem Sendenamen zu tun hat. Das ist nämlich das Derby aus dem Biosphärenreservat Mittelelbe. Ist eigentlich nicht mehr unser Sendegebiet, aber wir haben uns trotzdem entschlossen, es heute mal mit reinzunehmen. Auch weil sehr, sehr viele Zuschauer vor Ort waren. Von beiden Seiten und es auch eine sehr spannende Partie wurde, wie wir dann später noch sehen werden. Hier jetzt wieder die Dessauer im Angriff. Schöner Schussversuch, aber der geht am Kasten vorbei. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Piesteritz hier im Vormarsch. Verlieren aber den Ball an die Dessauer. Die leiten einen schnellen Konter ein. Philipp Kupka kommt hier zum Schussversuch. Aber auch der Ball holpert knapp am Tor vorbei. War hier auch ein bisschen dem Platz geschuldet wahrscheinlich, dass dieser Ball vorbeiging. Aber nichtsdestotrotz diesmal kein Torerfolg. Dann wieder Philipp Kupka über die rechte Seite. Spielt diesmal einen Pass in die Mitte und da kommt es zu einem Zusammenprall. Der aber folgenlos bleibt, lediglich Freischuss für Piesteritz. Der Schiedsrichter wertet es als Foul am Torwart. Für meine Begriffe auch eine vertretbare Entscheidung. Ja, dann bringt hier Tom Polaschek den Ball in die Mitte und er wird immer lang und länger und kommt letztendlich auch zu einem seiner Mitspieler. Dann geht er über rechts und wird abgefälscht, aber geht am Kasten vorbei. Glück hier für die Dessauer, dass Piesteritz hier nicht in Führung ging. Wäre auch zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient gewesen, Piesteritz in der ersten Halbzeit. Die etwas bessere Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz, das Unentschieden ist zur Pause für beide Mannschaften in Ordnung. Ja, und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Und Dessau ist im Angriff. Gefährlicher Pass hier in die Mitte. Drehung um die eigene Achse und Schussversuch, aber auch der geht über den Kasten. Ja, leider können wir euch hier bei diesem Spiel nicht immer sagen, wer jetzt der jeweilige Schütze ist, weil die Bildqualität doch sehr zu wünschen übrig ließ. Aber wir sind froh, dass wir diese Bilder bekommen haben. Danke nochmal an Fupa TV auch dieses Mal, die uns diese Bilder hier zur Verfügung stellen und es uns möglich machen, euch auch diesen Freistoß hier zu zeigen, den die Piesteritzer jetzt bekommen. Und der dann letztendlich auch zum Erfolg führt, nämlich per Kopf. Da ist es in der Mitte Michael Müller, der den Ball im Dessauer Kasten versenkt. Schöne Flanke hier in die Mitte und auch genauso guter Kopfball. Keine Chance hier für Matthias Brettschneider im Dessauer Kasten. Ja, die Piesteritzer drücken dann auch weiterhin auf das 2:0. Was sollen sie auch anderes machen und kommen hier sogar fast nochmal zum Torerfolg. Glück nach diesem Abpraller hier für die Dessauer, dass es tatsächlich nicht höher wurde. Aber auch die Dessauer setzen sich dann nochmal durch, sodass sie vor den Kasten kommen. Und scheitern nur knapp. 70 Minuten ungefähr zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und Dessau wollte natürlich noch unbedingt den Ausgleich. Und die Chancen wurden jetzt auch immer besser. Schöner Fernschuss hier. Aber der geht dann doch einige Meter am Kasten vorbei. Piesteritz dann nochmal mit einer Ecke. Und eigentlich war das ein Ball, der sitzen muss, aus meiner Sicht. Total frei hier, der Schütze.
Ja, dann nochmal Piesteritz mit einem Einwurf. Wir spielten jetzt hier schon teilweise ein bisschen auf Zeit. Und so ist es dann auch nicht ganz verwunderlich, dass der Schiedsrichter dann mal eingriff. Und hier Patrick Pfeiffer mit einer gelben Karte verwarnte, wegen Zeitspiels. Dann gab es gleich nochmal gelb, diesmal wegen Foulspiel. Wurde jetzt auch zunehmend härter, die Piesteritzer legten jetzt alles rein, um diesen knappen Sieg nach Hause zu bringen. Aber das sollte ihnen nicht gelingen, denn kurz vor Schluss war Julian Bittner nochmal am 5-Meter-Raum und nahm den Ball per Dropkick ab und setzte ihn in die Maschen zum Ausgleich für Dessau. 1:1. Schöne Vorbereitung hier und auch ein sehenswerter Torabschluss. Bisschen Pech für die Piesteritzer auch, dass sie den Ball nicht rausbekommen haben. Aber der Ausgleich war jetzt in der zweiten Halbzeit doch verdient. Dessau war jetzt zum Schluss die etwas bessere und aktivere Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz kamen die Piesteritzer nochmal zu einer Torschance per Freistoß hier. Aber der Ball fällt dann etwas unglücklich für die Piesteritzer im Strafraum herunter, obwohl der Torwart hier mit argen Problemen nur den Ball sichern kann. Aber die Dessauer haben ihn letztendlich sicher und verteidigen das Unentschieden. Ja, für beide Mannschaften ist im Moment ein Platz im Mittelfeld der Tabelle Realität und Merseburg ist Tabellenführer in der Verbandsliga und wird das auch wohl noch eine Weile bleiben. So, die nächste Partie, die wir euch zeigen, fand am Samstagnachmittag statt, vor rund 62 Zuschauern und ist eine Partie der Landesliga Nord zwischen Lokomotive Aschersleben und Einheit Wernigerode in den roten Trikots hier. Ja, und die Aschersleben, die müssen gleich mal ihren Torwart wechseln nach 25 Minuten, nachdem diese Partie spielerisch recht schwach angefangen hatte. Also schon diese wichtige Auswechslung hier. Sebastian Timm geht raus, Henry Trautmann kommt für ihn ins Spiel und ist nur 3 Minuten in der Partie, bis er hier im 1:1-Duell gegen Nick Schmidt steht und keine Chance hat, den Ball abzuwehren. Schöner Lupfer hier des Wernigeröder Stürmers. Nach nur 27 Minuten steht es also schon 1:0 für Wernigerode. Auf diesem Kunstrasenplatz hier in Aschersleben. Und die Aschersleben müssen sehen, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen aktiver werden. Und das werden sie dann auch nach dieser Ecke hier. Schöne Parade allerdings des Wernigeröder Schlussmanns André Helmstedt. Dann wieder Wernigerode im Angriff. Wieder schöner Steilpass in die Spitze. Aber diesmal geht der Schuss am Kasten vorbei. Und auch bei diesem Konter hier sieht der Erfolg nicht viel größer aus. Schöne Parade hier, diesmal vom eingewechselten Schlussmann der Aschersleben. Die dann ihrerseits wieder versuchen, irgendwie den Spielaufbau zu machen, aber letztendlich dann in einen Konter laufen. Aber da ist dann der Stürmer der Wernigeröder hier zu verspielt und die Aschersleben können den Ball kurz vor knapp noch klären. Ja, dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Wernigerode kam wieder etwas besser aus den Kabinen. Schöner Pass hier in die Mitte und wieder super Parade von Henry Trautmann, den man hier doch ins eiskalte Wasser geworfen hatte. Dafür war es eine sehr gute Leistung, die der Aschersleben Schlussmann hier ablieferte. Auch bei diesem Schuss wäre er wohl wieder da gewesen, aber musste diesmal nicht eingreifen. Der Ball geht am Kasten vorbei. Hier rettet diesmal ein Mitspieler für ihn auf der Linie, bevor die Aschersleben dann den Ball klären können. Knapp 10 Minuten gespielt, jetzt in der zweiten Halbzeit. Und dann kommen die Aschersleben zu einem Freistoß. Marcel Pusch bringt den Ball in die Mitte. Punktgenau auf den Kopf seines Mitspielers Lukas Sedivi. Und der gleicht in der 56. Minute aus für die Aschersleben. Schauen wir nochmal in der Wiederholung. Alles korrekt hier. Der Torwart war sogar nochmal mit der Faust dran, kann den Ball aber nicht abwehren entscheidend.
Und so ist diese Partie also wieder ausgeglichen und weiterhin ist also sehr, sehr viel Kampf zu erwarten. Ja, hier die Wernigeröder zunächst wieder mit einer sehr guten Kopfballchance, aber auch die führt nicht zum Erfolg. Und dann geht Aschersleben wieder über links. Schöner Schussversuch, aber der geht über den Kasten. Den Freistoß Wernigerode, keine Gefahr hier für Henry Trautmann im Tor der Aschersleben, der mit einem langen Abwurf den Konter einleitet. Und dann geht Michael Wennenburg auf und davon und erzielt das 2 zu 1 für Aschersleben. 77 Minuten jetzt schon gespielt. Aschersleben geht also mit einem Vorsprung in die Schlussphase. Und in der Wiederholung sehen wir nochmal hier, dass es auch kein Abseits war. Schöne Passstaffette und keine Chance für den Wernigeröder Schlussmann. Aber Wernigerode gab sich nicht auf und spielte vom Anstoß weg sofort wieder mit. Schöner langer Pass hier auf die rechte Seite. Und diesmal das erste Mal Probleme bei Henry Trautmann. Aber im Nachfassen hat er dann den Ball. Sehr gute Reaktion hier auch dieses Mal. Ja, dann wurde es etwas brenzlig. Abseits hier gepfiffen vom Schiedsrichter. Marco Oberstedt soll hier in der verbotenen Zone gestanden haben, der gerade erst vor 10 Minuten in die Partie gekommen war. Aber der will es natürlich nicht wahrhaben, schlägt hier den Ball auf den Boden, sieht dafür die gelbe Karte, völlig zu Recht. Dann muss er wohl noch was zum Schiedsrichter gesagt haben und da fliegt dann die zweite gelbe sofort hinterher. Entscheidung vom Schiedsrichter in ganzer Linie richtig. Oberstedt war tatsächlich mit dem Fuß im Abseits. Und damit auch Abseitsstellung, der Pfiff dazu und der Platzverweis berechtigt. Und ja, gegen 10 Männer spielt es sich dann auch leichter für die Aschersleben. Und wieder ist es Lukas Sedivi, der zum Torerfolg kommt, nur knappe 4 Minuten später. Schöne Vorbereitung hier im Fallen und Sedivi steht dann völlig frei und hat keine Probleme, den Ball im Kasten unterzubringen. Der Torwart war hier zwar noch dran, aber hat natürlich keine Abwehrchance. Dann wurde es nochmal hektisch hier. Diesmal ist Kevin Richard im Zentrum des Geschehens. Und was er hier gemacht hat, sehen wir in der Zeitlupe. Es war nämlich ein ganz klarer Ellenbogenschlag in die Rippen. Hätte für meine Begriffe auch als Tätigkeit gewertet werden können, mit Rot geahndet werden können. Dann wären die Wernigeröder hier bloß noch zu neunt gewesen. Und es wäre wohl nicht mehr zu dieser Situation gekommen. Wieder keine Abseitsstellung hier. Völlig korrekt gesehen vom Schiedsrichter. Und auch das anschließende Handspiel des Aschersleben Abwehrspielers hat der Schiedsrichter korrekt gesehen, wie wir hier nochmal sehen können. Nimmt den Ball hier mit der Hand mit und kann ihn dadurch letztendlich dann überhaupt klären. Ja, und damit also nochmal Chance zum Anschluss für die Wernigeröder. Wir sind zwar schon in der Nachspielzeit dieser Partie, aber wer weiß, es kann ja noch so einiges passieren in diesen paar Minuten, die manchmal so lang werden können. Nick Schmidt verwandelt den Elfmeter erstmal in der 93. Minute. Auch ohne Abwehrchance hier für den Aschersleben Keeper, wie wir jetzt nochmal sehen. Da war Trautmann nun diesmal wirklich machtlos, genauso wie beim ersten Treffer. Allerdings gelang es den Wernigerödern nicht mehr, nochmal zu einer klaren Torschance zu kommen. Stattdessen wurde es nochmal ruppig. Wir versuchen die Aschersleben den Ball zu sichern an der Eckfahne und letztendlich endet das Ganze dann in einer Rangelei. Wird ein Aschersleben zunächst von einem Wernigeröder gestoßen, wie wir auch in der Zeitlupe nochmal sehen. Klares Foul natürlich. Im Nachgang dann versucht der Wernigeröder den Ball sich zu holen und geht dabei etwas sehr hart zu Werke. Das missfällt seinem Gegenspieler, der muss dann wohl irgendwas gesagt haben und kriegt dafür einen Schubser gegen die Brust und letztendlich kegelt dann der Wernigeröder sogar noch einen eigenen Mitspieler mit dieser Aktion um.
Und ein hinzugekommener Aschersleben und der Auslöser dieses Streits bekommen dann letztendlich die gelbe Karte zum Schluss und die Partie endet mit einem 3 zu 2 für Aschersleben, völlig verdient auch. Ja, das war der erste Saisonsieg für die Aschersleben. Und so konnten sie immerhin ins untere Mittelfeld der Tabelle springen und haben jetzt mit dem Abstieg erstmal vorläufig nicht mehr viel zu tun. So, und jetzt gehen wir wieder 2 Etagen höher in die Oberliga Süd. Dort kam es nämlich an diesem Wochenende zu einem der Sachsen-Anhalt-Derbys. Spielten Bernburg und Halle gegeneinander. Der VfL Halle hatte hier in dieser Partie die Chance, an die Tabellenspitze zu springen, aber war am Anfang erstmal sehr passiv. Bernburg hier mit der ersten Kopfballchance der Partie nach knapp 10 Minuten und es dauerte lange, bis Halle mal in irgendeiner Form vor das gegnerische Tor kam. Das gelang erst nach knapp 20 Minuten. Schöne Parade hier des Bernburger Schlussmanns Daniel Koch. Dann kommt ein langer Pass in die Spitze, aber der Torwart der Hallenser kommt auch hier rechtzeitig raus, Pascal Kühn, und verkürzt damit die Zeit, die der Stürmer zum Abschluss hat, sodass der Ball über den Kasten geht. Dann super Parade hier nach diesem Fernschuss. Da wurde ja immer lang und länger. Den muss man auch erstmal haben. Gar nicht so einfach hier für den Bernburger Schlussmann, der dann wieder seine Mann im Angriff sieht. Aber auch dieser Schuss streift am Kasten vorbei. Ja, dann letztendlich wieder Halle im Angriff. Es ging jetzt hier hin und her in der Endphase der ersten Halbzeit. Und es wurde auch immer härter. Hier geraten Baptiste Bundschuh und Markus Brotkorb aneinander. Bekommen letztendlich beide gelb. Für meine Begriffe hätte man hier auch dem Hallenser durchaus schon die rote Karte zeigen können, da er nochmal nachschlägt hier nach diesem Foulspiel. Aber es blieb zum Glück für beide Spieler bei den gelben Kartons. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit. Zunächst einmal ein Fernschuss hier von den Bernburgern. Und dann steht Mario Hesse beim Freistoß. Und der wird sehr gefährlich. Super Abwehr hier des Hallenser Schlussmanns. Und dann gleich nochmal Freistoß Bernburg. Diesmal auf die andere Seite. Und auch diesen Ball kann der Hallenser Keeper entschärfen. Wurden gleich erstmal seine Flugeigenschaften in beide Richtungen getestet. Dann Freistoß auf der anderen Seite für Halle. Aber der geht über den Kasten, keine Gefahr. Die Hallenser, die schafften es jetzt in der zweiten Halbzeit nicht wirklich mehr zu klaren Torchancen zu kommen. Bernburg war stets die aktivere Mannschaft und produzierte auch die gefährlicheren Torchancen. Hier wieder einmal ein Freistoß. Da muss dann der Hallenser Schlussmann schon richtig hinlangen, um hier noch rechtzeitig zu klären. Und dann sind wir auch schon in der Schlussminute. Und eigentlich war es die, die den meisten Pfeffer überhaupt in der ganzen Partie brachte. Hier geht nämlich nochmal der Hallenser Markus Brotkorb im Strafraum der Gegner zu Boden und bekommt aber letztendlich die gelb-rote Karte wegen einer Schwalbe. Wie wir auch in der Zeitlupe sehen konnten, vollkommen zu Recht. Kein Foulspiel hier. Und so endet diese Partie zwar ohne Tore, aber die Hallenser müssen sie zu 10 zu Ende spielen und haben in der nächsten Woche einen Mann weniger zur Verfügung. Und dabei könnten sie jeden Mann gebrauchen, die Hallenser. Sie müssen nämlich auch in der nächsten Woche die Tabellenspitze verteidigen. An der stehen sie momentan zusammen mit dem Bischofswerder FV. Und die Bernburger finden sich nach diesem Spieltag auf Platz 12 der Tabelle wieder. Ja, und nun kommen wir zum Topspiel der heutigen Ausgabe. Dafür geht es wieder ein paar Etagen nach unten, genauer gesagt in die Börde-Kreisklasse Staffel 1. Dort treffen der Tabellenzweite und der Tabellenachte aufeinander. Blau-Weiß 90 Jersleben in den gelben Trikots hat Heimrecht gegen den SV Mallwinkel, der hier seit einigen Jahren nicht mehr gewinnen konnte. Auf diesem sehr kleinen Platz, einer der kleinsten im Börde-Kreis. Und
Das wissen natürlich auch die Jasleemner und kommen hier sofort erstmal zum Torabschluss. Da kann man auch mal von knapp außerhalb des Strafraums schießen. Es wird sehr gefährlich für den gegnerischen Torwart. Aber Daniel Scholz kann hier zunächst gut parieren und bei diesem Schuss von Christopher Schindler hat er dann nicht mehr viel zu tun. Dann Eckball für die Mainwinkler, Christian Rückborn hier mit der Flanke. Aber der Kopfball ist noch zu schlecht platziert, keine Gefahr hier für den Jasleemner Kasten. Und die versuchen dann ihrerseits wieder ins Spiel zu kommen, laufen hier aber in einen Konter der Mainwinkler. Matthias Krämer leitet den Ball direkt weiter auf Hannes Kühne. Und der wird dann von Matthias Badeleben, dem Captain der Jasleemner, hier sehr robust zu Fall gebracht. Warum es Schiedsrichter Thomas Medlow hier bei einer Ermahnung belässt, das wird wohl nur er wissen. Aber er hat wohl auch schon gesehen, dass es am Spielfeldrand sehr, sehr hektisch zuging, auch schon in der Anfangsphase. Da werden wir euch nachher gleich mal noch ein paar Ausschnitte liefern. Ja, hier ist es dann Christian Rückborn, der gegen Philipp Henrichs zu Werke geht, dem Ellenbogen, und somit schon die ersten Blessuren vor der Trinkpause verursachte. Nach der Trinkpause rasseln dann hier nach der Ecke von Christian Rückborn Dustin Kühne und Matthias Badeleben zusammen. Der Jasleemner muss letztendlich dann ausgewechselt werden. Für ihn kommt Nico Stietzel in die Partie. Jasleemner verliert also schon nach gut 20 Minuten seinen Captain. Und das wird natürlich für die weitere Partie eine Schwächung sein. Hier ist es dann wieder Christopher Schindler mit dem nächsten Schussversuch, aber der geht über den Kasten. Dann langer Abschlag der Mainwinkler. Robin Werner bringt ihn irgendwie nach vorne auf Matthias Krämer. Der leitet ihn weiter auf Christian Rückborn, aber dessen Flanke ist zu scharf und kann in der Mitte nicht mehr erreicht werden. Wieder ist es Matthias Krämer, der den Ball in die Spitze treibt. Schöner Pass, diesmal auf Christian Rückborn wieder, und der steht aber im Abseits, sodass dieses Tor nicht zählt. Wir gucken nochmal hin. Ja, korrekte Entscheidung des Schiedsrichters Thomas Medlow. Christian Rückborn war hier tatsächlich ein bisschen mit der Brust im Abseits. Aber auch die Brust kann man ja zum Toreschießen nehmen und daher korrekte Entscheidung. Dann wurde es gleich auf der anderen Seite etwas brenzlig. Hier reklamierten die Mainwinkler-Fans wieder auf Abseits. Aber auch diesmal lag Thomas Medlow richtig. Der Schussversuch geht dann auf die Latte. Glück hier für die Mainwinkler, dass dieser Ball noch abgefälscht wurde, sonst wäre er wohl im Kasten gewesen. Ja, und hier sehen wir auch, dass die Abseitsstellung nicht vorhanden war. Korrekte Entscheidung. Am Spielfeldrand waren neben Hunden, hier dem Vereinshund von Jasleemner, auch einige Zeltgäste zugegen, die am Wochenende hier ein Trainingslager verbrachten und letztendlich dann noch zum Spiel blieben. Sahen hier dann die beste Chance der Mainwinkler zunächst. Kopfball von Hannes Kühne. Und dann ist es Tobias Oelze, der hier den Ball über den Kasten schlägt. Und dann pfeift Thomas Medlow zur Pause. Ja, und nach dem Seitenwechsel kam Jasleemner etwas besser in Tritt. Schöne Chance hier von Dennis Hartmann. Aber Daniel Scholz kann den Ball sicher parieren. Schlägt ihn dann lang ab, direkt im Gegenzug. Und Hannes Kühne kommt wieder zum Schussversuch. Aber der rollt am Kasten vorbei. Keine Gefahr für den Jasleemner Kasten. Dann Jasleemner über Christopher Schindler wieder im Angriff. Schöner Steilpass hier, schöner Hackentrick. Und dann wird es wieder gefährlich. Aber der Ball geht auch am Kasten vorbei. Ja, und dann wurde es am Spielfeldrand lauter. Einer der Mainwinkler-Fans hatte sich über die Entscheidung des Schiedsrichters zu sehr aufgeregt. Und Robin Werner weist ihn hier dann darauf hin, dass er ein bisschen Ruhe bewahren soll. Sonst würde er von Thomas Medlow vom Platz geschickt werden. Das zeigt der Schiedsrichter hier auch deutlich an. Und dann wurde es richtig laut, nachdem hier Andi Simolka Robin Werner zu Fall bringt. Mit sehr, sehr unfairen Mitteln, klare Tätigkeit hier eigentlich, aber Glück für den Jasleemner, er sieht nur gelb. Mainwinkler-Fans können diese Entscheidung natürlich nicht verstehen. Und
Und die Diskussionen am Spielfeldrand häuften sich dann auch. Wurde teilweise sehr lautstark jetzt hier. Auch vor dieser Freistoßentscheidung wieder. Und der Freistoß wird dann sehr gefährlich. Aber Daniel Scholz kann den Ball letztendlich dann sichern und somit keine Gefahr für den Winkler Kasten. Ja, dann gibt es die nächste Trinkpause. Und nach dieser kommt es dann zu den 7 Minuten von Jasleben. Freistoß hier zunächst nach einem Trikotziehen für Malwinkel. Frank Lagemann bringt den Ball in die Mitte. Und dann ist es in der 69. Minute Hannes Kühne, der zum Führungstreffer für die Malwinkler einschiebt per Kopf. Keine Chance für den Jasleben Keeper Patrick Metner. Hier sehen wir nochmal in der Zeitlupe, dass es auch kein Abseits war. Und der Keeper sieht hier zwar nicht gut aus, aber hat wohl auch keine Abwehrchance, nachdem der Ball hier auf die Latte geht und letztendlich dann von seinem Hinterkopf in den Kasten prallt. Jasleben dann vom Anschluss weg gleich mal mit etwas Wut im Bauch aktiv. Kämpfen sich hier schön an der Grundlinie durch. Da gucken wir gleich nochmal genauer hin. Der Ball könnte hier im Aus gewesen sein. Die Kameras können das aber nicht genau aufschlüsseln. Und dann kommt der Ball letztendlich zu Ronny Schleiermacher. Der legt ihn ab auf Christopher Schindler. Und dessen Schuss geht dann wie ein Strich in das Dreiangel. Keine Chance hier für Daniel Scholz. Hätte er den Ball versucht mit den Fäusten abzuwehren, wäre es ihm womöglich geglückt. Aber da er nur die Hände hochkriegt, keine Abwehrchance für den Malwinkler Keeper. Ja, hier reklamieren wie gesagt die Malwinkler darauf, dass der Ball im Aus gewesen ist. Aber wie gesagt, schwer aufzulösen und Schiedsrichter Thomas Medlow stand eigentlich gut, also er hätte es eigentlich sehen müssen, wenn der Ball im Aus gewesen wäre. Also scheinbar wohl alles korrekt. Dann mal Winkel direkt wieder vom Anstoß weg mit dem Gegenangriff über Hannes Kühne. Und letztendlich kommt dann Robin Werner zum Abschluss, aber er scheitert am Jasleben Nakipa. Ja, und jetzt lasse ich euch einfach mal nach dieser Einwurfentscheidung alleine mit den Fans. Andy! Was willst du mal, du da? Ja. Ey, Leute, wenn du das Bier nicht vertragt, ja, dann lass es lieber sein. Du wirst wie ein Ordnung machen, wenn dich hingeteilt wurde. Was denn, ey? Was wäre hier einfach vernünftig hier, Mensch? Kleine Kröte? Mit 3 kann man auch mal zu will hier, du hast den Arsch in die Hose. Ganz schnell. Was machst du hier? Du hast doch wollen hier dahin, du hast doch abgekriegt dafür, richtig. Wir brauchen nicht mehr drin. Was denn? Was denn? Da kriegt ihr auch nichts mehr drin. Wenn man sich diese Wortgefechte am Spielfeldrand anhört, dann wundert es nicht, warum einige Mannschaften aus dem Bördekreis nicht gerne in Jasleben spielen. Es waren teilweise doch schon sehr harsche Worte, die hier fielen in Richtung der Malwinkler, die zwar provozierten, aber keineswegs eine böse Absicht hegten. Wie dem auch sei, die Malwinkler konnten sich dann nochmal freuen. Robin Werner schlägt hier eine Flanke in die Mitte auf Hannes Kühne, der zum 2:1 für Malwinkel einschiebt in der 74. Minute. Freude ist natürlich groß bei den Malwinklern nach diesem Torerfolg. Und wir sehen hier auch nochmal in der Zeitlupe, wie Matthias Krämer den Angriff einleitet. Sieht hier den mitgelaufenen Robin Werner und dessen Flanke ist sehr gut getimt. Kein Abseits und Hannes Kühne hat dann keine Probleme, den Ball einzuschieben. Dann nochmal Jasleben mit einer Ecke. Da sieht Daniel Scholz wieder nicht gut aus im Malwinklerkasten. Aber Jasleben kommen hier nicht zum Ausgleich. Der Ball streift am Kasten vorbei. Ja, und dann sieht Benny Viol endlich mal die gelbe Karte. Das war jetzt schon der 3. Trikotzupfer, den er sich in dieser Partie leistete. Er hatte hier durchaus Glück, dass er nicht schon mit Gelb-Rot vom Platz flog nach der Aktion vor dem 1:0. Die wäre da durchaus schon berechtigt gewesen nach dem Regelwerk und die Jasleber konnten also vom Glück sagen, dass sie nicht zu 9 auf dem Platz standen zu diesem Zeitpunkt. Und so nochmal zu dieser Chance kam hier kurz vor Schluss.
aber in der Mitte kann der Ball nicht verwertet werden. Nach dem falschen Einwurf hier, korrekt gesehen auch wieder von Thomas Medlow, wird es dann nochmal hektisch. Matthias Krämer versucht hier den Ball von den Jas Lehmann wegzuziehen und wird dann von Tobias Oelze angegangen. War jetzt hier sehr, sehr viel Wut drin bei den Jas Lehmann, die sich natürlich mit dieser Niederlage nicht zufrieden gaben. Aber auch dieser Freistoß führt nicht mehr zum Torerfolg für Jasleben. Und so geht es also mit einem 2:1 in die Schlussphase. Und die beginnen wir mal wieder mit den Fans. Hört mal rein, was diesmal gesagt wurde. Ey, Dicker, halt mal einen Ball flach da, ja? Dicker, mal einen Ball flach halten. Ich hab den Ball. Der hier, nach 7 runtergeht, der nicht mehr kann, wisst ihr? Du, das ist ein dicker Bauch als, ja, weil du da oben von der Ohren hast. Der hier, der hat es in der Hand. Der verletzt. Du hast 10 Minuten keine Lust mehr zu spielen. Nee, wenn ich geistig duellieren willst, dann musst du bei denen. Ach du Jemini, jetzt mach ich mich gerade durch. Was du ein Wort überhaupt duellieren aussprechen kannst, wundert mich ja schon. Dass du überhaupt noch reden kannst, wundert mich. Du bist ja richtig Hinterwäscher. Ja, Provokationen, wohin das Auge blickte und das Ohr hörte. Die Mehrwinkler Spieler ließen sich davon nicht irritieren. Hannes Kühne hier nochmal mit einem Pass in die Spitze und dann wird Matthias Krämer gestoßen. Ist nicht einmal frei aufzulösen, ob es eine elfmeterwürdige Situation ist. Für meine Begriffe ist es eine Kann-Entscheidung. Der Arm geht zwar ein bisschen raus, aber im normalen Rahmen eines Zweikampfes und daher muss man hier nicht zwangsläufig auf Notbremse und Elfmeter entscheiden. Letzte Chance dann für die Jasleemner, Daniel Scholz nochmal mit einer klasse Parade, machte seinen Fehler hier vom 1:1 wieder gut und hat dann auch den letzten Ball von Christopher Schindler sicher. Und Thomas Medlow pfeift ab, ein paar Minuten zu früh zwar, aber den Mehrwinklern wird es egal gewesen sein. Sie können hier ihren ersten Saisonsieg verbuchen, gewinnen hier mit 2:1 in Jasleben und klettern damit auf den 6. Tabellenplatz. Zur ausführlichen Tabelle kommen wir dann gleich. Jetzt zeigen wir euch erstmal noch Bilder aus dem Spiel der SG Angern Rugge 2 gegen die SG Meseberg. Die kommen von Christine Ulrich wieder. Danke natürlich auch in diese Richtung. Und in der Partie selbst konnte Meseberg zunächst mit 4:0 in Führung gehen. Zur Pause stand es bereits 3:0 nach Toren von Christian Fütterer, Christoph Schulze und Jens Brohmann. Brohmann traf dann auch nach der Pause nochmal, bevor Markus Römer auf 4:1 verkürzen konnte. Aber nach dem Doppelpack von Marcel Tonn war dann letztendlich die Partie entschieden und auch der 6:2 Endstand von Mai Künicke änderte dann nichts mehr am Ausgang dieser Partie. Meseberg jetzt damit an der Tabellenspitze. Und Mehrwinkel, wie gesagt, auf Platz 6. Bereits am Freitagabend trafen in der Börde-Liga der SV Blau-Weiß-Elbe Glindenberg und der SSV Heinrichsberg aufeinander. Zu diesem Elb-Derby haben wir Fotos von Ralf Kuppert bekommen. Herzlichen Dank auch in diese Richtung. Ja, in dem Spiel selber konnte Glindenberg zunächst mit 2:0 in Führung gehen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause nach Toren von Steven Vnent und Michael Dömland. Und das, obwohl Heinrichsberg auch schon in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft war. Nach der Pause konnten dann die Heinrichsberger wenigstens über Mario Renner noch zum Anschlusstreffer kommen. Aber der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen vor rund 170 Zuschauern, die dieses Derby sahen, und so findet sich dann Heinrichsberg auf dem 8. Tabellenplatz wieder und Glindenberg kommt aus der Abstiegszone heraus, kann seinen ersten Saisonsieg feiern. Am Samstag trafen in der Landesklasse 3 bereits Germania Wulverstedt und der Blankenburger FV aufeinander. Die Bilder hier von dieser Partie sandte uns Laura Viktoria Müller zu. Danke auch dafür. 161 Zuschauer sahen diese Partie des Börde-Pokalsiegers, der ja so famos in diese Saison gestartet war, sogar im Landespokal eine Runde weiterkam, während die Blankenburger gegen Stendal ausschieden. Ja, und auch diese Partie konnte Wulverstedt mit 3:0 gewinnen und grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze. Die Tore für die Wulverstedter schossen Christian Schütze und René Jahn
Und so steht also Wohlverstedt nur hinter Seehausen, dem zweiten Aufsteiger aus der Börde. Kai Stefan, der uns auch letzte Woche schon Bilder zur Verfügung gestellt hatte, war dieses Mal gleich bei drei Partien in der Altmark zu Gast. Eine davon war die von TuS Warburg gegen Freundschaft Schernebeck. Eine Partie der Kreisoberliga Altmark Ost. Warburg ja Favorit in dieser Liga, in dieser Saison. Und die Favoritenstellung konnten die Warburger auch beweisen bis jetzt. 3:1 gewannen sie gegen Freundschaft Schernebeck. Die Tore für Warburg erzielt Marco Zimmermann, Tim Prenzel und Adrian Wenrich. Für Schernebeck traf Christian Berth zum Anschluss. Und so kommt es dann, dass die Warburger auch nach dem dritten Spieltag noch an der Tabellenspitze stehen. Punktgleich nur mit Kickers Seehausen. Und Elbe Uetz hat noch die Möglichkeit, nach dem abgebrochenen Eröffnungsspiel dazuzustoßen. Auch bei der Partie von Weiß-Blau Stendal gegen TuS Sandau war Kai Stefan zu Gast. Hier gingen die Weiß-Blauen aus Stendal zunächst mit 2:0 in Führung. Es war dann noch der Pausenstand. Die Tore erzielten in der ersten Halbzeit Steven Wolt und Eugen Stefanov. Aber nach der Pause drehten dann die Sandauer das Spiel und gewannen am Ende mit 4:2 nach jeweils einem Doppelpack von Paul Ziems und Steven Kleinert. Sandau damit jetzt auf dem 7. Tabellenplatz, während die Blau-Weißen aus Stendal immer noch auf den ersten Punkt warten in dieser Saison und momentan das Schlusslicht der Tabelle darstellen. Auch der zweiten Mannschaft von Weiß-Blau-Stendal erging es bis jetzt nicht viel besser. Deren dritte Partie sehen wir hier in Bildern gegen Heide Klein-Schwechten. Auch diese Partie ging mit 0:4 verloren aus Sicht der Stendaler. Die Tore für die Klein-Schwechten erzielten Michael Wormstedt, Chris Schartau und Michael Scholl. Zusätzlich kam noch ein Eigentor von Sebastian Killinger hinzu. Und die Klein-Schwechten, die schauen wir uns dann nächste Woche nochmal genauer an im Heimspiel gegen SV Rochau. Zusätzlich werden wir euch Lok Stendal gegen Grün-Weiß Piesteritz zeigen aus der Verbandsliga. Und den SV Mehrwinkel haben wir auch wieder dabei im Heimspiel gegen Eintracht Ebendorf 2. Bis zur nächsten Woche, euer Team von Rundfunk Mittelelbe.